Ja, willkommen zurück bei Reise durch den Geist, Alice Reise durch den Geist, Alice's Journey, Mind Snares, wie auch immer. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Wir waren schon in das dritte Kapitel. Und sind in diesem komischen Sumpf gelandet. Oh Gott, wie konnte ich das nur vergessen? Was haben wir denn hier? What are you doing here? Get out! Or else you'll end up like me, stuck on a pole. Alles klar, dann gehe ich. Ciao. Nein, Quatsch, mache ich natürlich nicht. Obwohl ich es gern täte. Was hat er hier? Wow, ein echtes Feuer. Ja, sieht auch total echt aus. Echtestes Feuer, das ich jemals gesehen habe. Alter. Was ist mit Batman hier? Hinter der Fledermaus ist etwas. Ja, die Batcave. Das Brett wird blockiert. Nein, nein, das Brett wird gehalten. Das ist der Sinn dieser Halterung. Aber wenn ich euch einen Trick verraten darf, man könnte es zur Seite einfach rausziehen. Na, aber... Gut. Was ist hier los? Dieser Zaun könnte nützlich sein, wenn... ich ihn mit irgendwas loslösen könnte? Willst du dir den ganzen Zaun in die Tasche stecken und durch die Gegend tragen und dann denken, Mensch, hier muss mal ein Zaun hin? Schön die Mauer wieder aufbauen oder was soll das hier werden? Ich meine... Bitte was? Okay, das hier ist auch der Zaun natürlich, ganz klar. Okay, wir gehen... nicht in den Hof, offenbar. Meine Güte, der Typ ist so gruselig. Hühnerkrallenhütte. Was zur... Alter. Ich spiele das 5 Minuten noch nicht mal und hätte jetzt schon gern Schnaps. Kerze. Eins von wie viel? Oh, keine. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt 5 Kerzen finden oder so. Fest mit gerechnet. Oh, zu hoch zum Springen. Na, dann packen wir bestimmt da den Zaun ran und benutzen ihn als Leiter. Okay. Was haben wir hier? Eine echt hässliche Schüssel. Ein Brett. Oh, 1 von 3. Hm, natürlich. Mit einem Behälter könnte ich etwas Wasser abfüllen. Ich sehe da kein Wasser, aber... ich würde sagen, es ist der Boden, aber... ich bin ja nur die Putzkraft. Was geht im Schuppen? Nichts. Nicht aufgeben. Okay, wir können die Kerze da nicht reintun. Die Lampe ist einsatzbereit. Jetzt brauche ich noch Licht. Dann mach die Lampe doch an. Wenn die Lampe einsatzbereit ist, mach sie doch... eine Schaufel wäre hier nützlich. Ach ja? Ich würde mich jetzt auch gern vergraben. Oh, 2 Zähne. Okay, also wir brauchen 2 Zähne. Was mache ich denn mit der Schüssel? Ich könnte natürlich an dem echten Feuer die echte Kerze anzünden. Ist das der Plan? Ja, okay. Und die können wir dann in den Schuppen tun? Wow, verrückt. Ich brauche die Hörner. Warum, ist völlig egal, aber wir brauchen die Hörner. Fetisch und so. Was ist das hier für ein... ich brauche einen Schild, okay. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn hier direkt ein Minispiel gegangen wäre. Aber wir können wimmeln, hurra! Steinschleuder, 2 Hufeisen. Okay. Da ist 1. Hm, 2 Monde, eine Peitsche. Mond 1 ist schon mal hier. Hier ist das 2. Hufeisen. Pfeife, Löffel, Glocke, Horn, Säge, Axt. Säge ist hier. Horn ist hier. Die Pfeife ist hier, die Peitsche ist direkt daneben. Was brauchen wir noch? Eine Steinschleuder, das könnte das Ding hier sein. Wir brauchen immer noch einen Mond, Glocke, Löffel, Axt. Und dann
Können wir die Machete nehmen und damit das Seil abschneiden? Nein. Können wir das Messer nehmen und damit das Seil abschneiden? Jawohl. Da finden wir auch direkt die Glocke. So, ein Schuh. Soll denn hier noch ein Schuh sein? Hier ist ein Schuh, aber der ist zu dreckig. Okay, natürlich ist er zu dreckig. Wir können aber auch nicht die Bürste nehmen. Okay. Dann nehmen wir diesen Lappen. Und jetzt kann ich... vollkommen klar. Okay, Mond, Löffel, Axt. Sag mir bitte, dass das nicht die Axt ist. Okay. Den Löffel habe ich doch gerade auch schon irgendwo gesehen. Ah, der hängt die ganze Zeit hier. Und der Mond ist auf dem Kürbis. Wir nehmen das Loch aus dem Kürbis. Das, also... Hilfe. Axt. Die Spitzhacke ist auch nicht die Axt, oder? Nein, okay. Man weiß bei sowas ja nie. Okay, die Axt hat keinen Griff, aber das ist ja auch zweitrangig. Eine Säge. Fantasterös. Okay. Tja, dann, wir haben die Kerze behalten. Ich bin positiv überrascht. Können wir den Zaun jetzt absägen? Ist das der Deal? Und stecken uns den ganzen Zaun in die Tasche. Natürlich. Den tun wir jetzt hier hin. Und plötzlich ist er dreimal so lang wie vorher. Aber das ist okay. Jetzt gehen wir... There you are. Took you long enough. Ach ja? Get to work, or you won't get the next totem. Set the table and make me my favorite stew. Chop, chop. In the meantime, I will take a nap. Pass mal auf, dass ich dich bei deinem Nickerchen nicht erwürge, du hässliche alte Schabracke. Maul mich hier nicht voll, ja? Mühe mich hier mühevoll, offenbar, in dein hässliches Kackbutzenhaus hoch, aus dem du übrigens niemals wieder runtergekommen wärst, ohne dir das Genick zu brechen, was du verdient hättest. Und was kriege ich zum Dank? Werde vollgemault. Jetzt vergifte ich deine Kekse. So. Unfassbar. Ist das hier hässliches? Das Rezept wird zerreißen, wenn ich daran ziehe. Ich bekomme es sicher auf andere Weise. Ja, im Internet. Chefkoch.de. Ich muss hier jetzt nicht wirklich ein komplett... Alter. Hauptsache, ich muss die Schrulle nicht auch noch füttern. Himmel. Ab in die Küche. Jawohl. Was haben wir hier? Ich könnte diese Spinnenweben nutzen. Und ich putze auch den Kürbis. Das ist das Beschissenste, was ich seit langem gehört habe. Ich könnte diese Spinnenweben nutzen. Wofür? Wofür bitte? Und Kürbis putzen ist ungefähr die sinnloseste Umschreibung für sich. Also, naja, ihr wisst schon. Ich muss noch schnell den Kürbis putzen. Ich habe noch Zeit, ich kann sie nutzen. Nicht aufgeben, wir können mit der Kerze auf keinen Fall das Holz anzünden. Nein, nein. Ach so, wir brauchen natürlich erst ein Rezept vor, können wir kein Feuer anzünden. Das macht Sinn. Das ist immer so. Weißt du, wenn mich jemand auf der Straße fragt, Entschuldigung, haben Sie kurz Feuer? Sag ich, nee, ich brauche erst ein Rezept. Ich habe zwar hier ein Feuerzeug, aber ich brauche erst ein Rezept. Tut mir leid. Was ist das hier? Eine Wurzel? Schwanz! Okay. Dann können wir jetzt den Kürbis putzen. Hilfe! Was ist das hier? Das Kapitel macht mich fertig. Ich muss den Korken von der Flasche entfernen, natürlich. Würde mich jetzt auch gern betrinken. Schnapp es mit dem Aal drin. Was ist das hier? Auch diese Spinnenweben könnten wir nutzen. Für mysteriöse Dinge. Wir könnten uns ein Kleid aus Spinnenwebenseide machen. Oder einen Fallschirm. Oder einen Strick. Oh ja.
Okay. Thema wechseln. Können wir diese... Achso, das ist... Natürlich, wenn ich hier oben hinklicke, ist das das... Ja, natürlich. Oh, es gibt noch einen Korridor. Verrückt. Ich wünschte, ich hätte ihn nie gefunden. Wir haben einen Besen, damit können wir jetzt bestimmt die Spinnenweben weg. Ja, alles klar. Lass mich raten, hier fehlen zwei Zähne. Okay, was ist das hier? Wenn ich Werkzeug finde, kann ich es loslösen. Ich wusste, dass wir irgendwo einen Schraubenzieher brauchen. Was ist das hier? Es fehlt etwas, ja. Bloß keine zu genauen Angaben, lass mich raten. Okay. Ich dachte, wir müssen das Ding vielleicht in drei Teilen zusammensetzen, aber nein. Nein, nein. Okay. Ich bin mir sicher, das Besteck kann man seitlich aus dem Gitter herausziehen. Ja, ja. Mit Sicherheit, aber wir haben ja schon gelernt, auch dieses Brett könnte man seitlich rausziehen, aber das, darum geht's nicht, weißt du? Darum, wir geben der Fledermaus den Fledermausflügel? Nein. Wir zünden die Fledermaus an? Nein. Wir packen sie in eine Schüssel? Nein. Schade. Wir kitzeln die Fledermaus. Wir geben der Fledermaus unseren Besen. Nein. Okay. Oh, Kürbis putzen. Das können wir doch bestimmt mit dem Besen, oder? Ja, natürlich. What's going on? What are you doing here? Are you out of your mind? Oh, never mind. Help me rescue my children. The old hag took them. I will reward you for it. Na, sehr schön, Herr Kürbis, aber kein Grund, mich so anzuschreien. Ja, ich hätte es ja vielleicht auch so getan, aber gut, bull mich eben voll. Wir haben ja auch sonst keine Probleme, natürlich. Meine Güte. So, jetzt haben wir zwei von zwei Spinnennetz. Und das ist bestimmt ein Wimmelbild, oder? Ja, nee, nicht, okay. Das ist ein Wimmelbild, okay. Drei Rosenblüten. Nee, ich hab keinen Bock drauf. Hühnerbeine. Hier. Eine Kastanie. Das sind zwar drei, aber das ist okay. Zwiebel. Ich krieg Hunger, ey. Oh, Zeichen. Wir brauchen ein Zeichen. Bloß nicht zu spezifisch. Das wäre zum... Das war jetzt ernsthaft das Zeichen, ja. Okay. Okay, okay. Die Motte ist hier. Wir brauchen einen Lauch. Birne. Die ist hier. Kürbis. Der ist ganz offensichtlich hier. Wenn wir schon einen Schwanz haben, brauchen wir die beiden Eier? Nicht, okay. Bohnen, Zwiebel, Münze und immer noch drei Rosenblüten. Die Münze ist hier. Ist das die Zwiebel? Jawohl. Das sind nicht die Bohnen, ne? Nein, das wären auch sehr seltsame Bohnen. Wir brauchen einen Giftpilz. Lass mich raten, es ist ein normaler Pilz und wir müssen noch Gift daraus machen? Das ist nur ein Pilz, den brauche ich nicht. Ach ja. Wir müssen... Wir pflücken diesen normalen Pilz von der Wand. Die Zeichnung von einem Pilz pflücken wir von der Wand und machen dann ein... Ja, okay. Die Rosenblüten sind übrigens nur Rosenblätter. Just saying. Was ist das hier? Ich will das nicht. Geh weg, ich will das Rosenblatt haben. Nein, wir malen ein Gift. Okay. Was für ein unfassbarer Schwachsinn. So. Sind das die Bohnen? Fantastisch. Alter. Was tue ich hier? Zuerst muss ich den Becher kleben. Was für ein Becher? Was für ein Becher? Zuerst das Schloss entfernen, dann öffnen. Was?
Okay. Ich nehme das einfach so hin. Was haben wir hier? Ah, den Becher, den wir gerade in dem Wimmelbildspiel hatten. Die Blätter müssen mit einem Messer geschnitten werden, sonst verlieren sie den Geschmack. Okay. Ich muss zuerst den Becher kleben. Was? Was? Okay, was mussten wir denn noch machen? Ach, guck mal, wir haben hier... Ach, wir müssen die Flasche noch aufkriegen. Geht das mit dem Taschenmesser? Jawohl. Endlich mal eine Sache, die sinnvoll funktioniert. Wer wird denn jetzt für ein Auge? Wir müssen vor allem noch irgendwie das Rezept kriegen. Können wir das mit dem Taschenmesser da irgendwie rauskanten? Nein. Können wir die Münze in die Münze... Ah, wir brauchen das Horn. Wir müssen die Hörner da dran setzen oder einhauen. Wir können natürlich auch den Sch... Ah, help. Oh, wir können die Schale bestimmt hier hinstellen. Nicht? Hm. Bedauerlich. Okay, für was brauchen wir... Aber den Becher bestimmt. Ha! Okay, was machen wir denn wohl mit den Spinnenweben? Kann ich mit der Münze das Ding... Jawohl, doch kein Schraubenzieher. Verrückt. Wenn es mit der Münze nicht geklappt hätte, hätten wir es auch immer noch mit dem Taschenmesser machen können. Aber das wäre bestimmt nicht gegangen. Okay, das ist schon mal soweit ganz gut. Und ich... meine immer noch, dass diese Schüssel... Aber in die Schüssel muss bestimmt erst was rein, oder? Vorher können wir die nicht da hinstellen. Schüssel. Keine Schüssel. Okay, leere Schüssel ist doof. Verstehe. Was ging denn hier noch? Hier fehlt immer noch der Fledermausgedöns. Hier fehlt so ein Hühnerbein. Das brauchen wir alles fürs Rezept, würde ich mal stark von ausgehen. Was fehlt hier? Achso, der zweite Zahn. In dieser prominenten Kiste da hinten ist natürlich auf gar keinen Fall irgendwas Brauchbares. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist doch jetzt... Haben die Kerzen was Eigenes oder ist das der Schädel? Okay, das ist der Schädel.